immer heißt, ich bin ein Dussel. Ratet mal, wer die Idee hatte. Ich war's nicht. Ich meine, ich bin natürlich mit Begeisterung dabei, aber ich war's nicht. Habe ich schon mal erwähnt, ich sitze im Elektrorollstuhl und die Katrin hinten dran. Im Normalen. Aber halt deine Arme steif, richtig steif, dass es wie eine Abschleppstange ist. Weil das haben wir schon mal gemacht. Sie vorne und ich hinten. Da habe ich zweimal überholt in den Kurven. Denk dran, dass der jetzt eine größere Kurve fährt. Besser als 8. Wo ist es denn? Da ist keiner. Oh, ups. Also irgendwie, wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Ha, verloren. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Also, ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Also, es ist wieder eingepudelt. Eingependelt. Pudelt. Ja, es ist eingependelt. Wieso hängt diese Ski? Kann auch wieder rüberfahren. Ja, wirst du müssen, weil wir jetzt gleich wieder um die Ecke gehen. Wenn ich denn dann mal aus dem Gebüsch draußen bin. Also, wo ist sie denn? Da sehe ich sie. Also Leute, ich kann nichts dafür, weil ich muss zum einen den Rollstuhl lenken oder fahren oder was auch immer, zum anderen auf Katrin. Ach, jetzt wird's haarig, ja, pass jetzt auf. Mach langsam. Mama. Wie, Mama? Ist ja wohl nicht wahr. Schreibt sie nach ihrer Mama, ich glaub's ja nicht. Was ein Schieserle. Das hat die vorhin mit mir gemacht. Ja, ich fand's natürlich toll, muss ich aber zugeben. Klar war das toll. Aber jetzt tue ich sie auch an. Aber es war ihre Idee. Muss ich auch dazu sagen. Die ganze Zeit so lenken, aber das geht. Nee, das schaffst du nicht. Oh. Ja, darum, was du gemacht hast, mach ich auch. Das ist das, was ich gemeint habe. Arme gerade halten, dass du den Abstand hältst. Weil wenn ich dann... Fahr mal geradeaus. Geradeaus? Da? Ja. Die hat Angst vor dem Bergab. Dabei ist es so ein kleines Mini-Bergleinchen. Mhm. Aber jetzt hat sie Angst vor dem Bergab, weil ich habe mich vorhin an ihr vorbeigeschossen. Aber richtig. Sie wird gerade fast in der Hecke gelandet. Nein, bin ich nicht. Wo bin ich jetzt in der Hecke? Das ist gar nicht wahr. Wo ist sie denn? Siehst du dich? Ja, da hinten. Ja, nicht loslassen. Ja, winken geht nur mit loslassen. Das stimmt, aber du kannst ja auch mit einer Hand heben. Ich muss sie auch mit einer machen. Da bin ich. Da ist das Gummibärchen. Das Püppchen. Ein Püppchen. Ich hoffe, ihr hört jetzt, sie schreit nach ihrer Mama. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, habe ich schon mal erwähnt. Das ist hier selten rum. Ach, das ist das geile Haus. Das ist diese Villa. Drehen willst du? Ja, dann drehen wir doch mal. Ganz weit. Jetzt habt ihr den Effekt gesehen. Wenn ich das Ding, der bremst automatisch. Und ihrer fährt ja weiter, ohne Bremsung. Sie ist gerade an mich vorbeigeschossen. Bist du wieder dran? Okay, jetzt. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Seltsam versetzt. So. Da. Achtung. Ach so, nein, wir müssen ja darum. Wieso? Ja? Ah, sicher. Ja, das ist, weil ich die Beine so lang habe. Diese Stützen sind ewig weit unten, weil sonst habe ich die Knie unterm Kinn. Kann ich nicht leiden. Wo bist denn du? Da ist sie. Ich sehe sie. Guck mal, wie langsam das ist. Das sind 6,5. Mehr gibt das Ding nicht her. Wie lahmarschig. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ich sag's nicht. Das ist da, wo man hinten rum hinkommt. Da ist sie. Hey! Guck mal, das geht doch. Sightseeing-Tour mal anders. Ja. Ihr seht nach hinten. Ich sehe, wenn ich was sehe, nach vorne. Oh, Stupa! Ja, abgebremst. Ja. Gut, dass du Autobefahrer bist. Lass dich sehen, da kommt einer. Müssen wir. Achtung, weiter. Müssen wir. Was ist jetzt der Berg? Mach langsam. Wie langsam? Langsam. Wie kann man so ein Feigling sein? Ich hab dazu dir gesagt, mach Vollgas. Und du hast nicht Vollgas gemacht. Doch. Also kann ich das nicht. Da muss ich drosseln und drosseln will ich nicht. Das ist ja lahm. Du hast nur Angst, an mir vorbeizuschießen. Ja. Wie ich bei. Ja und, hast du gesehen, da passiert nichts. Da steht ein Auto. Ach, ich bin ja vorne rechts gelandet. Vielleicht kann ich auch einfach besser bremsen als du. Du bist so schnell. Also, wie kann man das spüren, dass es schneller ist? Also, kann man so. Achtung, wir machen es anders.
Nee, jetzt kann nichts passieren. Halt dich einfach fest. So, siehst du? Jetzt haben wir nämlich diese Kurve umschippert. Yay! Yeah. Jetzt probieren wir was anderes. Bleib dran. Achso, jetzt hast du schon geholt. Wo bist du? Da ist er. Tja! Yay! Yeah. Tschö von den Spinnern! Hier, dafür ist der Hebel. Ich habe mich gefragt, wofür der ist. Den kann man wohl schieben, Silv. Sicher kann man den schieben.